Und die Kiste läuft. Einen wunderschönen guten Tag. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Ich bin Georg. Das ist der Kai. Das ist, danke. Ich bin die Wiebke. So. Wiebke bringt ja alles durcheinander gerade. Wiebke bringt alles durcheinander, denn sie bringt alles, was vorher Standard war, völlig aus dem Ruder. Denn Wiebke ist unsere neue Bastelfee. Mag sie den Namen eigentlich? Das haben wir noch nie gefragt. Doch, es ist ein schöner Name. Uff, oder? Es ist ein schöner Name, oder? Finde ich auch ganz toll. Wiebke ist jetzt bei uns an Bord und wir haben jetzt schon richtig, richtig tolle Sachen vorproduziert und geguckt, was man so Schönes machen kann. Wir ist natürlich völliger Blödsinn. Sie. Und sie hat unwahrscheinlich tolle Sachen schon gemacht, oder? Macht Spaß, oder? Mal ganz ehrlich. Super Spaß. So. Also eine absolut kreative Frau, die aus dem Schuh aber auch wirklich alles rausholt. Aber wirklich alles. Und wir fangen jetzt heute quasi an, so die ersten Geheimnisse zu lüften. Und man sieht ja, da ist er! Ein Schuh. Ja, das ist natürlich ein standardnormaler Schuh. Schwarzer Schuh. Und dann fängt sie natürlich an zu überlegen, was kann ich daraus Tolles machen? Genau. Und dann, im Schweiße meines Angesichts, reiche ich ihr das jetzt, macht sie dann, zeig mal, du musst vorher nach, das haben wir noch abgemacht, vorher nachher. So? So, pass auf, Trommelwirbel. Tada! Ah! Ich garantiere dir, alle Frauen hier. Oh! Genau. Richtig cool. Das müssen wir einmal mit mal diesen ganzen Glitzer-Otto hier mal zeigen. Der Hammer ist das. Genau. Und da stellen sich natürlich jetzt viele die Frage, wie kriegt man so etwas hin? Und das Schöne ist, die Anleitung dazu, wie sowas funktioniert und wie man aus Standardsachen was richtig geil, cooles machen kann. Böses Wort. Böses Wort. Alle Kinder, die sagen, böses Wort. So. Das zeigen wir nämlich ab jetzt in Videos. Ganz genau. Richtig. So, wir haben ein tolles Studio bei uns eingerichtet und ab jetzt zeigen wir, wie so etwas gemacht werden kann. Das Schöne ist, Wiebke, mal aus den ersten Erfahrungen, es kann wirklich jeder machen, oder? Ja, es kann fast jeder machen. Was heißt denn fast jeder? Jeder, der ein kreatives Talent hat, kann das machen. Gut, also oder Kai Lust und am Basteln. Also oder Lust am Basteln. Kai und ich sind draußen. Raus, absolut draußen. Absolut draußen. Absolut. Mach's gut, Kai, ne? So, Wiebke ist an. Also, wir sind natürlich dann da. So, auf jeden Fall werden wir das ab heute quasi regelmäßig bei uns dann haben und tolle Videos dazu. Aber damit man auch sieht, wer die Frau quasi hinter dem Glitzer und Getüll ist, genau. Das ist sie. Ne, Markus ist sie jetzt hier, ne? Genau. Schön, sagt er. Findet er auch. Er findet auch ganz tolle Sachen, die Bilder machen. Weil man sieht nämlich nachher immer nur die Hände. Richtig. Man sieht auch die Hände, aber die Frau hat auch ein hübsches Gesicht dazu. Ist das nicht toll? Total hübsch. So, in dem Sinne wünschen wir natürlich viel, viel Kreativität und vor allen Dingen brauchen wir zu den Videos natürlich auch ganz, ganz viele Feedbacks oder natürlich auch Anregungen natürlich auch, was und man Daumen da hoch und so. Und Daumen genau. hoch und, Gott, ja, und vor allen Dingen auch Anregungen, finde ich. Anregung also, dass man auch sagt, Ideen, was kann man Tolles noch alles machen, die Frau, die weiß das. Herausforderungen. Da ist eine ganze Menge Kreativität. Da in dem Kopf, da steckt so viel drin, das muss raus. Zeig mal, Kai, wie viel da drin steckt. Das muss raus. Einfach, ja, Platz mach sich auch gern zum Affen. Naja, definitiv. Ich mach mich total gern. So, du auch? Ist ja ganz egal. So, dann sagen wir drei Affen in dem Sinne. Wünschen wir allen einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.